Ja, hallo bei Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. So, ich will hier mal wieder den Strohabfahrer wieder draufsetzen. Die beiden musste ich nämlich wieder trennen. Und sich zu nahe gekommen. So, ich habe hier den Annaburger mal auch noch zum Strohabfahren geschickt. So, weil der LKW das gar nicht zu schnell, gar nicht wegbekommt. Ich habe schon eine halbe Million jetzt an Stroh gehabt. Und ich hatte, bevor ich irgendwie über 300.000, also der Weg ist einfach zu lang. Deswegen habe ich hier nochmal den Traktor mit den Angerburger aufgesetzt, wo, ich weiß gar nicht, wo der LKW ist. Kommt er uns jetzt gleich entgegen? Oder ist der schon bei uns vorbei? So, da kommen wieder 56.000 und gleich wieder ein. Ja, und der hebt den auf die Schuldenbrücke. Andersrum funktioniert. Nur so rum. Der kennt kein Erbarmen. Und der ist jetzt voll irritiert, weil auf einen lassen. Weil der kaum noch Geschwindigkeit macht und der andere ihm schon wieder auf dem. Ups, jetzt wäre ich beinahe vor der Mauer gefahren. Also Cursplay hat noch kein Shootermaker im Programm. Was ist denn hier passiert? Warum liegt der LKW auf der Seite? Hat ihn einer von der Straße gefahren? Nehmen wir mal den Telelader. Ich suche den LKW. Ach, Quatsch. Bin ich im. Hier rein will ich. Das wird den mal wieder aufgerichtet bekommen. Irgendeiner muss ihn doch. Entweder ist der mit, schon vorne an der Straße mit einem kollidiert. Sollte aber jetzt wieder schön fleißig Stroh verkaufen fahren. Steht da. Aha. Wir fahren mal hier rum.
So, der ist leer, gut. Dann können wir den ja hier wieder aufsetzen. So, das passt. Der tankt da ab. Du bist wieder mit Stroh unterwegs. Dich können wir zumachen. Nee, nicht dahinter, nicht dahinter, nicht dahinter. Weil sonst blockiere ich mir den Traktor. So. Gut. Und dann können wir hier mal ein bisschen Kurse einsortieren. Wir haben jetzt noch Feld 26 dazu bekommen. Zack. Da kommt Feld 26 Hof Stopp rein. Zack. Der auch. Der auch. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Und dann dürften wir nur noch Hoflager Hafen. Dann machen wir da Hoflager und mal einen Ordner für die Abfahrkurse. Richtung Hafen. Zack. Können wir noch mal einen Hof. Kurse. Das wäre dann der. Zack. Und Hoflager. Zack. Gut. 2600. Die nächste Fuhre Stroh. Und das läuft doch. So, ich hoffe, du fährst vernünftig ran. Wo sind die beiden Abfahrer? Der sammelt da auf, das sieht gut aus. Ah, du hast gerade auch erst angefangen. Oh oh, die sind sich schon wieder zu nah. Sind zu nah zusammen. Das Problem ist, wenn der nicht hier auf dieser Spur voll wird, was er wahrscheinlich nicht wird, dann haut ihm der eine wieder. Dann kann er nicht so schnell wenden, wie der andere da ist. Deswegen werden wir jetzt mal sagen: sofort abfahren. Willst du nicht? Hallo? Ich hatte sofort abfahren gedrückt. Hat wohl in der Phase keine Wirkung. Ja, wie gesagt, irgendwie 4000 Liter fehlen.
Also sofort abfahren ist auch nicht gut. Jetzt fährt er hier einfach geradeaus. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir den hier vorne auf die Strecke kriegen. So, nächsten passenden Wegpunkt. Das läuft, das läuft. Du bekommst Stroh. Wie viel Stroh haben wir jetzt? Oh, es wird weniger, also... Die beiden Abfahrer, die bewirken da schon was. Der kommt auch schnell genug weg. Das ist gut. Einnahmen. Ja, und dieses Reinfahren... Das passt. Das ist zu steil. So, jetzt sollte er auch... Das funktioniert. Du bist der Dings. Hierbei bin ich mal gespannt, wo er jetzt ansetzt. Welche Reihe er wegmachen möchte. Eigentlich brauchen wir mehr Traktoren. Alle Traktoren bis auf einen Einsatz. Die beiden Felder hier. Was muss da? Der muss gekalkt werden, bestimmt. Nee, doch nicht. Kann sofort wieder angesät werden. Ja, Unkraut machen ja die weg. Kann sofort angesät werden. Das Problem stellt sich jetzt gerade, wenn ich jetzt dünge und dann ansehe und auch nochmal dünge, ob das hilft. Ansonsten muss ich dann den ausstellen, dass er nicht mehr düngen sollen bei der Ansaat. Das kann man ja machen. Das hat jetzt auch geklappt, mehr oder weniger. Hier wird die nächste verkauft. So, und wir können uns ja mal abhängen und können uns Düngerstreuer holen. Haben wir Hoffeld 14 Start? Weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich aber hier verkehrt. Da müssen wir rein. Nee. So, Kursaufzeichnung beginnen.
So. Dann kurz Hof Feld 14. Ne? 14 Start. So, dann löschen. Dann brauchen wir einen Kurs. Feld 14. 13 Meter, 30 Meter hat er. Gut. Südosten nicht. Südwesten. Ja. Und berechne mir mal. So. Und fahr den mal. So, im Startpunkt beginnen, aber beginnt schon mitten auf der Straße. Okay, müssen wir beleben. Mhm. Kommt eine ganz andere Textur. Drauf. Okay. Wird aber auf jeden Fall gedüngt. Kommt ein bisschen spät, aber das läuft. Strohabfahrer 1, Ingeborger 2. Und du bist immer irgendeine fiktive Bahn am Fahren, habe ich so das Gefühl. So, der düngt aber schon mal auf jeden Fall, das ist gut. Der ist gleich voll. Super. Dreht jetzt auch richtig. Es passt alles. 21.000 Roggen ist hier. War Stroh wird wahrscheinlich jetzt ratzefatz weniger werden. Wir sind schon ja nicht ganz unter 300.000, aber wir können auch mal schauen, dass wir vielleicht in der nächsten Folge vielleicht schon mal ein bisschen Roggen verkaufen. Das ist alles sinkende Preise, nicht so schön. Mohn. Mohn mit 751, das ist doch mal ein guter Kurs zur Ranch. Wo ist denn die Ranch? Dann würde ich den LKW vielleicht benutzen, zur Ranch zu fahren und der Angeburger kann Stroh weiterverkaufen. Wo ist die Ranch? Da blinkt's. Besuchen. Ich gehe mal hin. Aha. Gut zu wissen. Hier ist der Vierhändler. Reitplatz. Holz überladen. Geschichte. Pferdehof. Gestüt oder so. Gut zu wissen. Also wir werden wahrscheinlich hier rumkommen und können dann Bogen fahren. So, wo ist, ja, entweder, ja, wir fahren einfach runter, Feld 26, immer geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht und dann links. Okay, machen wir. Wobei der LKW, die waren mal genau getrennt, um die Hälfte.
Jetzt der LKW holt, aber peu à peu auf. Gut. Der fährt seine 83, gerade auf dem langen Stück. So, das passt. Das wäre wieder voll in die Hose gegangen. Ich meine, die Cosplay-Fahrer, die nehmen sich aufs Korn quasi. Fahren nicht haarscharf vorbei, nein. Wir visieren den anderen noch mittig an. Ich habe hier schon runtergestellt. Bin ich auf 9,6 runter. Ist der andere auch schon? Abfahren lassen. Damit er nicht weiter hier Luftlöcher macht. Setze ich mal hier wieder drauf. Wobei das fatal werden kann, weil der muss jetzt hier nicht mehr drehen. Entlassen. Ich werde ihn mal ein bisschen beschleunigen. Was machen die beiden jetzt hier? Mitten auf der Straße wird übergeladen. Auch mal was Neues. Also das gab es früher auch nicht, also im LS17. Dass, wenn der Drescher eine Wendung gemacht hat, ist der Abfahrer eigentlich immer stehen geblieben und hat erstmal die Wendung abgewartet. Im LS19 kann es sein, dass er dann mittendrin abtankt. Weil jetzt stellt er sich nämlich, glaube ich, gleich mitten. Ja, oder er kriegt diese Kurve nicht hin. Richtig. Die bei dieser Kurve. So, jetzt müssen wir, muss ich erstmal was schauen. Ja, ich werde den Kurs erstmal abspeichern. Feld 14 Abfahrer. Weil dann kann ich den nämlich erst abfahren lassen. Den Kurs löschen. So, und jetzt kann ich ihm wieder sagen, er soll den Kurs nehmen. Abfahren. Einstellen. So. Der ist leer. Der ist auch mit seiner Wendung so fast durch. Jetzt fährt er wieder vorwärts, gut. Der ist voll. Oh oh. Entlassen.
Na, ist aber ein paar Mal hin und her gefahren und nichts passiert. So, das Feld ist gedüngt, genau. Wir machen mal diese Wendung selber. So, du hast mal noch mal geladen. Du bist voll. Wie viel haben wir noch auf Lagerstroh? Schon unter 300.000. Das ist die letzte Tour vom LKW. Und dann werden wir den Angeburger noch fahren lassen. Warum fährst du jetzt nicht? Der LKW achtet jetzt auf ihn. Komischerweise. Bei einigen Geräten oder Anbauteilen passiert das nicht. Ja, der gibt schon ganz schön Gas, also muss man ja sagen. Oh, der Zug kommt. Das war doch jetzt ganz in Ordnung. Aber Dünger wird ja kaum was verbraucht, also keine 2000 Liter bis jetzt. Also werden wir war uns wahrscheinlich auch noch ja, das erste Geld, was wir wirklich verdienen. Traktoren ausgeben müssen. Stroh hält jetzt unsere Kosten im Gleichgewicht, weil man sieht, heute ja, die zwei Anhänger haben wir uns noch gegönnt, irgendwelche Baukosten. So, Ernteeinnahmen 34.000, das ist das Stroh bisher. Lohnzahlungen haben wir allein 30.000 schon gehabt. Und sonstige müsste Saatgut, Kalk sein, die Geschichte. Also ist schon heftig, also. Wenn wir natürlich Roggen verkaufen oder Mohn, da wird ein bisschen mehr übrig bleiben.
Aber ich habe jetzt auch keinen, der nicht arbeitet. Sonst hätte ich vielleicht schon mal auf Feld 26 grubbern lassen. Ja, den Kurs hätte ich schneller einfahren müssen, aber uns ist ja der Zug in die Quere gekommen, deswegen schleicht er hier. Jetzt gibt er Gas wieder. Wie weit ist der? Oh Mann, da hinten. Er ahnt ihn. So, dann haben wir bald ein Feld abgeerntet. Aber das soll es auch schon wieder von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.